schätze, es ist wohl Zeit aufzuwachen. Da sieh mal einer an. Die Pflanzen, die mir geschenkt hat, wachsen gar nicht mal so langsam. Ich frage mich, ob sie schon reif sind, dass man sie essen kann. Und wie sie wohl schmecken. Ich muss sagen, der Geschmack von ihnen kommt mir bekannt vor. Schmeckt ein bisschen nach Tafelbirnen. Irgendwo hier. Ich könnte meinen, dass er hier irgendwo ist. Ich habe ihn gerade noch gespürt. Oh, hallo Drax. Du bist ja immer noch in dieser Welt. Ja, ich bin immer noch hier und ich habe eigentlich gehofft, dass ich auf euch und also dich und Draco wieder treffe. Und das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, konntest du nicht noch aus Löchern der Luft rausgucken. Ja, das habe ich irgendwann mit deiner Hilfe gelernt. Ach ja, und wo wir schon bei dir sind, am besten kommst du mit, um dich mit deinem anderen Ich zu vereinigen. Immerhin ist das schon eine Weile her, seit 2 Jahren habe ich das Gefühl. Warte mal, willst du mir damit sagen, dass es ein zweites Ich gibt? Womöglich das, was nicht hergekommen ist in dieser Welt? Oder das andere Ich, das wahre Ich bin? Und alles, was ich erlebt habe und erleben sollte, nicht mit mir passiert ist, während ich hier gefangen war? Und was passiert, wenn ich das wahre Ich treffe? Und bin ich eigentlich die Fälschung? Wenn ich mitkomme, werde ich dann einfach ausgesaugt, entfernt, gelöscht und oder vielleicht ausgetauscht für eine Batterie? Bitte, sag mir, dass ich noch an unseren Werte, bitte. Also ich glaube, du machst dir viel zu viele Sorgen. Ich meine, immerhin handelt es sich um dich selbst und was würdest du von selbst erwarten? Um ehrlich zu sein, nicht so viel, wie ich gerne würde. Ach komm, es sind 2 Jahre her. Ich mach das schon seit 2 Jahren. Ich bin mir sicher, es wird alles in Ordnung. Ich bin sehr skeptisch. Ach, stell dich jetzt nicht an wie das andere, du. Ich verspreche, es wird alles in Ordnung. Jetzt gib mir endlich deine Hand, komm mit.